Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um das Thema Wettkampfvorbereitung und wie das allererste Gespräch abläuft, wenn man sich trifft, um darüber zu sprechen, ja, wie man sich auf den Wettkampf vorbereitet. Und zwar habe ich dieses Gespräch jetzt gleich und ich mache mich gerade fertig, aber bevor es zum Training bzw. zum Gespräch geht, muss ich mir einen Leihwagen abholen. Boah Leute, kurze Story, übelst der chaotische Tag. Ich bin einfach in Köln stehen geblieben und meine Motorleuchte ging an von meinem Auto und der ist nur noch auf ein oder zwei Zylindern gefahren. Und ganz viel Qualm und Benzin kam aus dem Auspuff und ich konnte den nicht mehr bewegen. Ja, dann habe ich Abschleppdienst gerufen. Übrigens vielen Dank hier an den Abschleppservice von Klar. Die haben das wirklich super, super gemacht. Und jetzt bekomme ich tatsächlich über meine Versicherung ein Auto, was ich sehr cool finde. Und das holt der liebe Daniel netterweise jetzt gemeinsam mit mir ab. Und ich bin voll gespannt, was ich für ein Auto bekomme, weil ich habe nichts gesagt, nichts Bestimmtes, was ich haben will oder so. Und ja, deswegen schaue ich jetzt mal, was sie mir da für ein Auto geben. Und ja, danach fahre ich dann gemeinsam mit euch mit dem neuen Auto zum Gespräch. Und ich weiß auf jeden Fall schon, dass wir heute eine Körpermessung machen. Also ich bin ultra gespannt, wie viel Körperfett ich momentan habe. Also ich habe ja auf jeden Fall im Lockdown auch ein bisschen zugelegt. Und dass es einen Ernährungsplan gibt und dass es einen Trainingsplan gibt. Und ich bin super, super gespannt und werde euch dann mal ein bisschen was dazu erzählen. So, schauen wir mal, welchen ich von denen bekomme. So Leute, ich habe jetzt hier meinen Leihwagen bekommen. Es ist ein VW T-Cross. Ich setze mich mal kurz rein. Ich habe einfach noch nie jemanden gesehen, der dieses Auto hat. Los geht's jetzt zum Termin. Ich bin schon super, super gespannt. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass wir auch vorher Bilder machen werden. Und ja, schon mal als allererster Tipp für eine Wettkampfvorbereitung ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, was für einen Trainer ihr habt. Und ja, ich hatte mir da auch viele Gedanken zu gemacht. Ich hatte einfach das Glück, dass wir bei uns im Fitnessstudio eine Trainerin, beziehungsweise sie trainiert auch selber da im Fitnessstudio, haben, die selbst Wettkämpfe macht und auch Wettkampfrichterin ist. Und dadurch war für mich die Entscheidung relativ einfach, weil erstens mal finde ich super, dass es eine Frau ist, weil der Körper von einer Frau ist ja wirklich nochmal ganz anders auf einen Wettkampf vorzubereiten als von einem Mann. Und ich habe jetzt auch schon mal so gehört in anderen Videos, dass manche männliche Trainer die Frauen halt wie so kleine Männer behandeln. Und ja, da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen und ich würde mich da halt immer so dran orientieren, was hat die Person für eine Erfahrung und genau, was für Leute hat sie schon vorbereitet und genau, seid ihr auf jeden Fall vorsichtig. Und jetzt nochmal zu meinem Auto, ne? Also ihr fragt euch vielleicht, boah, wie kann die trotzdem so gut drauf sein? So, die Karre ist gerade einfach liegen geblieben und hat vielleicht einen Motorschaden. Ich kann euch übrigens auch mal auf dem Laufenden halten, was mit meinem Auto jetzt ist. Das ist ja jetzt gerade in der Werkstatt. Aber ich denke mir halt einfach, das sind halt Sachen, so, die kann man nicht beeinflussen und es ist, niemand ist zu Schaden gekommen und das ist einfach das Allerwichtigste. Ein Auto ist nur ein Gebrauchsgegenstand und der geht halt irgendwann mal kaputt und sich da jetzt irgendwie großartig drüber aufzuregen, bringt sowieso nichts und deswegen bin ich mittlerweile lockerer geworden mit solchen Situationen halt einfach, ja, das Beste daraus zu machen und entspannt damit umzugehen. So. Jetzt geht's ins Gym. So, das Gespräch ist jetzt gerade fertig geworden und ich zeige euch jetzt auch noch einmal ganz kurz einen Formcheck, bevor ich euch alles in Ruhe erzähle, wenn ich zu Hause bin. Also was bei mir auf jeden Fall die Challenge wird, das weiß ich jetzt schon, Leute, wird das Posing. Also wirklich, ich bin nicht so tänzerisch veranlagt und
ja, kann das nicht so gut, aber deswegen fange ich auch früh an und ich werde auch frühestens in einem Jahr einen Wettkampf machen. Also ich bin wirklich, ich lasse mir da wirklich genug Zeit auch für das Posing, das alles zu lernen und nicht irgendwie so krass jetzt abzunehmen oder ganz krass aufzubauen in krass kurzer Zeit, sondern ich möchte das halt auch so machen, dass es für meinen Körper auf jeden Fall gesund ist und keine Schäden verursacht. Zurück zu Hause angekommen, erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was mehr zu meinem Termin heute. Wir haben auch übelst lange gequatscht, also wirklich fast 2 Stunden insgesamt. Deswegen halte ich mich jetzt mal relativ kurz, auch einfach hier zur Information, falls ihr mal auf die Bühne gehen wollt, was so ungefähr auf euch zukommt. Erstmal haben wir meinen Trainingsplan besprochen, den ich sehr cool finde. Ich bin ultra gespannt, wie mein Körper darauf reagiert, weil es tatsächlich fast jeden Tag Ganzkörper ist, also jetzt nicht bestimmte Muskelgruppen nur an einem Tag. Und weil sich der Trainingsplan auch alle 8 Wochen nochmal ändert, um halt neue Reize zu setzen, auch, also ich habe nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang oder so denselben Trainingsplan. Und ich finde es einfach so cool, dass ich mir selber darüber keine Gedanken machen muss, was ich essen muss und wie ich mein Training gestalte, weil ich das da halt wirklich gerne die Verantwortung an jemanden abgebe, der halt die Ahnung davon hat und man halt auch irgendwann, wenn man jetzt voll in der Diät steckt, auch ein völlig falsches Selbstbild bekommt und gar nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich so richtig? Ich muss doch weniger essen und so. Und wenn man dann halt ständig einen hat, der darüber schaut, ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach ein guter Weg. Also es gibt auch Leute, die sich wirklich alleine vorbereiten auf einen Wettkampf, aber ich finde, das geht nur mit krasser Erfahrung und krasser Disziplin auf jeden Fall. Also genau, mein Trainingsplan habe ich bekommen, der geht ab Montag los. Dann haben wir meine Körperausmessung gemacht. Ich bin tatsächlich bei einem relativ niedrigen Körperfettanteil jetzt schon von 13%. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern genau das Gerät war. Aber auf jeden Fall hatte ich auch noch eine Körpermessung von letztem Jahr. Hier so sieht sowas aus. Das war jetzt die von letztem Jahr. Und man kann bei mir auf jeden Fall sehen, dass sich zwar mein Körperfettanteil auch erhöht hat, aber halt auch die Muskelmasse. Und das ist auf jeden Fall gut, weil davor habe ich auch so ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es definiert auszusehen. Und eine Massephase beinhaltet halt auch mal, dass man halt auch Fett draufkriegen muss, um halt auch mehr Muskeln drauf zu kriegen und dass man dann am Ende halt auch wieder was hat, um das runterzubekommen. Und wenn man zum Beispiel jetzt schon im Aufbau einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil hat, ist es halt auch schwer, großartig Muskeln drauf zu packen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass bei mir jetzt auf jeden Fall auch was mehr noch drauf kommt. Erstmal, weil man kann natürlich nur definieren, wenn man auch Muskelmasse hat, sonst sieht man halt am Ende aus wie ein Strich und das will man halt auch nicht. Und deswegen so viel dazu. Den Ernährungsplan bekomme ich jetzt auch bald und ich kriege tatsächlich schon einen Ernährungsplan mit Gerichten, auch wenn ich erst vorhabe, ungefähr einem Jahr einen Wettkampf zu machen. Und genau, das ist jetzt natürlich noch nicht auf Abnehmen bezogen, der Ernährungsplan, aber ich finde das cool, also jetzt schon mal mich so darauf vorzubereiten. Und dann haben wir halt besprochen, ne, was ich gerne esse und wann ich esse, wie viele Mahlzeiten am Tag und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die man klären muss, ob man irgendwelche Allergien hat oder solche Sachen in die Richtung, wie dein Arbeitstag aussieht, wie viel du allgemein schon am Tag gehst und dich bewegst. Ich sitze zum Beispiel nur vorm Computer und man muss halt auch gucken, wann hat man auch Zeit zu essen. Manche haben ja einen Beruf, wo sie den ganzen Tag nur durch die Gegend laufen und dann ist es natürlich auch schwer, sich in Ruhe Zeit zu nehmen zum Essen. Und ja, einem ist halt klar, dass, also jetzt nochmal zum nächsten Punkt, einem muss halt klar sein, dass sich das ganze Privatleben einfach darauf einstellen muss. Also wenn du jetzt einen Wettkampf machst als Bodybuilder, dann kannst du halt nicht erwarten, noch irgendwie mit Freunden abends ein Trinken zu gehen oder jeden zweiten Tag irgendwo essen zu gehen. Du hast halt dein vorgekochtes Essen, was du dir mitnimmst und man wird halt viele im Umfeld auch logischerweise haben, die das halt nicht so gut finden oder kein Verständnis dafür haben. Also
klar, für jemanden, der gar nichts damit anfangen kann, ist es ja wahrscheinlich auch merkwürdig. Der denkt sich auch so, hä, was hat die überhaupt noch Lebensqualität, dass sie sowas tut? Oder viele halten es wahrscheinlich für verrückt, aber ich habe einfach so Bock drauf. Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Also es ist einfach, ich will es einfach machen. Und es kann auch sein, dass ich am Ende sage, boah, das ist gar nicht meins, so dieses so auf der Bühne präsentieren, da fühle ich mich irgendwie komisch. Aber selbst wenn ich das denke, dann ist es okay, denke ich mir so. Also dann war es die Erfahrung wert und ich werde so wahnsinnig viel über meinen Körper lernen in dieser Zeit. Neue Trainingssachen lernen oder wie mein Körper auf welche Ernährung reagiert und so. Das inspiriert mich einfach und das will ich mit euch teilen. Okay, jetzt habe ich euch schon einiges erzählt. Es gibt unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen. Ich schneide jetzt wirklich nur ganz kurz Sachen an und werde auch noch ausführlich die Themen besprechen in weiteren Videos, wenn euch das Ganze interessiert. Was ihr natürlich aber auch bedenken müsst, sind die Kosten. Also eine Standard-Trainerbetreuung liegt im Monat so bei um die 150 Euro. Das ist natürlich ganz unterschiedlich vom Trainer. Dann habt ihr noch Supplemente, der Bikini an sich kostet was, die Startgebühr. Das solltet ihr halt nochmal beachten. Wenn euch die Kosten noch mehr interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und was auch noch so ein Thema für sich auf jeden Fall ist, sind die Klassen und die verschiedenen Verbände, die es bei Wettkämpfen gibt. Also ich sage nur Bikini-Klasse, Figur-Klasse, verschiedene Verbände, die unterschiedliche Voraussetzungen haben und in welchem Verband ich starte. Das werde ich euch noch in einem weiteren Video mal erzählen. Deswegen lasst sehr gerne ein Abo da und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald!